Ja, ich weiß immer noch nicht, wie das mit der Tantenkraft geht. Mal gucken, wie man das hinbekommt. Aber wir haben ja erstmal noch die anderen zu skillen. Ist das denn jetzt hier richtig? Wir sind doch total verkehrt. So schön es auch ist, aber das hat mich ja in dem anderen Spiel auch gestört. Guck mal, jetzt kommt sie hier nicht mal rüber. Und dann hängt's, denn macht sie hier diese akrobatischen Einlagen. Warum bin ich denn so blind und sehe das nicht, dass wir da hin müssen? Was? Hier können wir nochmal gucken. 0 von 5. 2 von 3. Ja. Warum? Da muss ich aber... Nein, den lassen. Und hier muss ich den nehmen. Habe ich den? Ja. Habe ich den? Ja. Auf zum Baum. Jetzt ist sie alleine stehen geblieben. Wo kommen die auf einmal her? Sie alle umbringen. Douglas, bitte, helft uns! Bitte! Bringt euch in Sicherheit. Es wird alles gut. Geht. Ja, Tante Sinta. Kommt zum Baum hier entlang. Halt! Du bist eine Tante. Ist es nicht dein Job, andere zu beschützen? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Okay. Dann mach ich es eben selbst. Sei nicht verrückt, du wirst sterben. Geh einfach aus dem Weg. Dramatischer Abgang. Ach, Klappe. Sag mir, dass du das nicht wirklich vorhast. Das ist Selbstmord. Ich hab gesagt, halt die Klappe. Anders als Sinta weiß ich noch, was es heißt, eine Tante zu sein. Hey! Hey, Birke, hier bin ich! Niemand legt sich einfach so mit Ethia an. Schon wieder der Schild. Bilde ich mir das ein, oder ist diesmal ein Teil deiner Magie durchgeschlagen? Du hast recht. Vielleicht liegt's an der neuen Kraft, die ich getankt habe. Werde besser nicht übersichtlich. Solange der Schild besteht, hast du nach wie vor keine Chance. Ich weiß, aber ich muss es versuchen. Das hilft nicht viel. Los, fang! Verliert der da oben was? Ja, sing. Ich muss erst mal gucken. Achtung, Wirbelsturm. Hab ich gesehen, danke. Das passt gar nichts aus. Hä, was war das jetzt? Ah, geh weg von mir! Shit! Das war Sinta. Lauf! Sinta, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Nicht jetzt. Du hast nicht zufällig einen Plan. Zum richtigen Zeitpunkt gibst du das Zeichen zum Angriff. Oh, Sinta und die. Aha. Ha! Ha! Jetzt, Talia! Ist das? Sind das Magie? Was wohl passieren würde, wenn du deine eigene Magie auf sie ziehst? Wir haben die Lösung gefunden. Oh, was war das? Haben unsere Kräfte miteinander reagiert? Hey, sein Schild ist weg. Wir müssen handeln. Jetzt. Los geht's. Geht nicht. Die ist noch nicht aufgeladen. Jetzt bin ich sauer. Oh, komm schon. Warum geht denn das nicht? Ach so, ich muss das machen. Geht nicht. Ah, alles klar. Davon halten wir lieber Abstand. Zieht wir uns. Oh, ich sehe nichts. 75. Volltreffer. Na, ich geht jetzt hier. Macht jetzt hier keinen Sinn. Ich pack das.
auch noch Blitze? Wir müssen weg von den Flammen! Der Kerl meint's ernst. Nicht schlecht! Jetzt! Du bist mein! Jetzt geht's, glaube ich, ne? Das hat dir jetzt was gebracht. Genau da, wo es weh tut. Hier. Achtung! Nimm das! Das wird dir schmecken! Ah, hier. Was jetzt? Pass auf! Shit! Ich darf mich nicht abfackeln lassen! Fuck! Ich verstehe sowas nicht. Scheiße, ich bin zu langsam. Sinter, bringen wir es zu Ende. Ja. Fuck, jetzt schon wieder. Diesmal wissen wir, was zu tun ist. Ist noch nicht aufgeladen. Übertreib es nicht! Kampf, Fenfrey. Ja! Ja, das funzt nicht. Es ist vorbei. Es ist vorbei? Er wird schlecht, dann machen wir ihn fertig. Dann spring doch! Ich drücke, dann macht sie das. Ich will den selber den Schlag machen und das geht nicht. Oh, er ist aber fast weg. Er ist fast weg und wir haben noch 6 Heiltränke. Du bist dran, Zinta. Ja, sie macht es. Ich kann das gar nicht machen. Ich kann das gar nicht machen. Sie macht das von alleine, die Sinter. Also man muss ja Y drücken, wenn man diesen Todesstoß hat. Sinter, hör zu, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe dich nur gerettet, weil dein Tod mehr Schaden anrichten würde, als dir klar ist. Welch angenehme Überraschung. Willkommen in Visoria, Tanta Sinter. Gewiss hat sich hier vieles verändert, seit ihr das letzte Mal hier wart. Hey, Mr. Tattoo-Künstler! Was soll der Scheiß hier, hä? Oh, meine Güte. Ein sehr kooperatives Behältnis, wie ich sehe. Das spart mir viel Zeit und Mühe. Was zum Teufel heißt das bitte? Wäre es nicht besser zu fragen, warum diese noble Tanta so wild entschlossen scheint, eine einzelne Soldatin zu retten, während gerade ein Krieg wütet? Hör ihm nicht zu, Talia. Alles, was er zu tun gedenkt, ist Zwietracht säen. Okay, was ist hier los? Was verschweigst du mir? Verzeih mir, ich kann es dir nicht sagen. Oh, wo sind nur meine Manieren? Es ist dir gewiss sehr unangenehm, deinem Schützling endlich reinen Wein einschenken zu müssen. Also bitte, lass mich mal. Es ist eigentlich ganz einfach, Kleines. Deine geliebte Tante hat vor, dich zu töten. Das ist unmöglich. Sie hat mich gerettet. Schon wieder!
Sinta, sag was! Deine hochgeschätzten Tantas haben die Dämmerung einmal aufgehalten, aber es gelingt ihnen sicher kein zweites Mal. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Das Ende ist nah. Sinta! Du kommst mit mir! Wehr dich nur, solange du noch kannst. Ich denke, wir müssen den Baum hoch. Ist es wahr? Ja, aber warum? Und Schluss mit Lügen und Geheimnissen, sag mir einfach die Wahrheit. Wenn du willst. Wenn ich dich nicht heute noch töten sollte, wirst du dem ganzen Reich den Tod bringen. Was? Die Zeichnung bedeutet, dass du zur Waffe geworden bist. Wir wissen nicht genau wie. Aber wenn sie erscheint, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Betroffene... bis du explodierst. Mit katastrophalen Folgen. Soll das heißen, ich bin eine Art... Bombe? Meine Aufgabe war es, dich zu finden. Dich an einen abgelegenen Ort zu bringen. Dort angekommen, in sicherem Abstand zur Bevölkerung Ethias. Sollte ich dich töten. Und danach selbst fliehen. Ich weiß es. Es muss schmerzlich für dich sein, das zu hören, aber wir Tantas haben all unsere Optionen abgewogen. Nur dein Tod kann den unzähliger anderer vermeiden. Darum hattest du es so eilig, von dort zu verschwinden. Und hast nicht Halt gemacht, um die Leute zu retten. Sie wären sowieso gestorben. Und so viele andere auch. Wegen mir. Es war keine einfache Entscheidung für mich. Aber das ist das Los der Tantas. Manchmal haben wir eben Blut an den Händen, verstehst du? Alles geschieht für Ethia. Und kein Preis ist zu hoch dafür. Verstehe. Tust du das? Ich hab auch mal ziemlichen Mist gebaut. Und sehr viele verletzt. Oh, ist doch von mir die Rede? Ich habe versprochen, so einen Fehler niemals wieder zu machen. Also wenn's dazu dient, die Menschen in Ethia zu schützen, dann tu es. Töte mich. Bitte was? Talia. Und, danke, dass du ehrlich zu mir warst. Ist jetzt vorbei? Wir befinden uns unterhalb der Burg. Wenn wir gegen Aldakor kämpfen, musst du bereit sein. Du lässt einfach zu, dass Talia getötet wird? Und sprichst dich auch noch dafür aus? Du verstehst das nicht. Ich kann fühlen, was sie gefühlt hat. Ich weiß, dass sie genau dasselbe getan hätte. Was für ein Unfug. Glaub, was du willst. Aber sie hätte alles für Ethia gegeben. Da bin ich mir sicher. Ach, das ist das Vieh hier. Kein,
Keinen haben wir aufgewertet. Naja gut, ich habe ja hier jetzt auch ich kann hier keine Waffe auswählen. Warte mal, da. Da ist was. Surusurusus. Aha, aha. Könnte man alles lesen, wenn man jetzt... Was sie wohl vom traurigen Schicksal der heutigen... Ja. Geht jetzt den Baum hoch? Hier oben ist so ein Ding, ne? Ja, halt dein Maul. Ich will nur gucken. 4 von 5, das haben wir fast geschafft. 2 von 3, das haben wir auch fast geschafft. Ja, okay. Das kriegen wir noch hin. Aber viel nicht, ne? Ich soll mit ihr reden. Kann ich dir bitte ein paar Fragen stellen? Gerne. Ich hoffe nur, dass ich sie dir auch beantworten kann. Nur nochmal zur Sicherheit. Diese Zeichnung bedeutet, dass ich eine Art Reddick-Waffe bin, oder? Und ich kann nichts tun? Einfach bumm? Das war's für Talia? Es tut mir leid, aber... Ja. Weißt du noch, als Aldakor die Dämmerung erwähnt hat? Das ist eine Zeremonie bei Sonnenuntergang. Wenn sie stattfindet, oder wenn du vorher stirbst, wirst du... explodieren. Fuck. Okay. Weißt du, wieso ich das Ding jetzt an beiden Armen hab? Das weiß ich nicht. Aber deine Kräfte sind ebenso gewachsen. Könnte das eine noch größere Katastrophe bedeuten, wenn das Unvermeidliche eintritt? Wow, Moment. Wenn ich explodiere, töte ich alle um mich herum, oder? Aber schließt das nicht auch die Reddick selbst mit ein? Das tut es. Und trotzdem scheinen sie es zu erstreben. Ich verstehe nicht, was sie zu diesem Plan antreibt. Mann, bei denen zu Hause ist doch irgendwas im Wasser. Warum erstaunt es mich nicht, dass Hingabe für dich ein vollkommen fremdes Konzept ist? Die merkwürdige. Sie gewährte Talia magische Kräfte, doch ihr stetes Wachstum rief auf eine Massenvernichtungswaffe. Wir haben aber eigentlich alles gefunden, ne? Warum hast du mich überhaupt gesucht? Die Reddick haben schon einmal versucht, die Dämmerung durchzuführen. Es gelang uns, sie zu stoppen. Aber es war knapp. Also bin ich nicht die Erste, der sie das antun. Nein. Es gab eine andere. Und auch sie musste ich eliminieren. Als Olas von einem neuen Behältnis erfuhr, wusste ich, es ist an der Zeit, meine Pflicht zu erfüllen. Und mit Pflicht meinst du, mich zu töten? Klar. Die Suche, ja, wird benötigt, damit die Dämmerung einen Erfolg haben kann. Muss vom Blut der Aethers sein, da Aldakor dies wusste, suchte er nach jedem Kampf stundenlang auf dem Schlachtfeld nach überlebenden Aethianern. Eventuell dachte er, dass jemand, der seine Wunden überleben konnte, auch robust genug wäre, dem traumatischen Verwandlungsprozess dran standzuhalten. Doch von den vielen Soldaten, die er mit seinem seltsamen Apparat zeichnete, waren nur 2 jemals geeignet, als Behältnis für seine Zwecke zu dienen. Was genau versucht Aldakor zu erreichen? Mit der Dämmerung, meinst du? Das weiß ich nicht. Aber ich fürchte, wir stehen kurz davor, es herauszufinden. Was ist die Dämmerung überhaupt? Muss ja um mehr gehen, als mich in die Luft zu jagen. Ja, das muss es. Es muss wirklich mehr dahinter stecken. Warum kriege ich das Gefühl, dass ich es nicht rausfinden will? Die Dämmerung, eine Zeremonie bei Sonnenuntergang, während der die zum Behältnis bestimmte Person ihre Verwandlung vervollständigt. Aldakors erster Versuch, das Ritual in Aethia durchzuführen, wurde von den Tantas vereitelt und endete in einer katastrophalen Explosion. Die Zeremonie erfordert anscheinend eine große Zahl an Menschenopfern. Doch vieles darüber, wie sie tatsächlich abläuft, ist gänzlich unbekannt.
So, jetzt haben wir noch eine Frage zu fragen. Doch, über meine Magie. Also sind die Zeichnungen auf meinen Arm der Grund, dass ich Magie benutzen kann? Ich glaube ja. Ich wüsste nicht, wie sich deine neu entdeckten Kräfte sonst erklären ließen. Und wieso glaubst du, hat die Zerstörung der Wurzeln mich stärker gemacht? Ich kann nur spekulieren. Es gab keinen Baum und keine Kristalle, als die Zeremonie zuletzt stattfand. Bist du bereit? Bin bereit. Kannst du mir was über dich erzählen? Was kann dich an mir schon interessieren? Naja, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Dachte, ich nutze sie, um dich ein bisschen kennenzulernen. In Ordnung. Was möchtest du denn wissen? Weiß nicht, mal sehen. Wolltest du vielleicht je eine Familie gründen? Einer Tanta ist es verboten, Kinder zu bekommen. Das weiß doch jeder. Ja, natürlich, aber vergiss einfach mal für eine Sekunde, dass du eine Tanta bist. Nun, wäre ich keine Tanta, dann wäre es vermutlich schön, eine eigene Familie zu haben. Aber ich bin eine Tanta, also sind solche Überlegungen irrelevant. Aber du bist die Tanta der Liebe, oder? Glaubst du nicht, die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind zu erleben, könnte deinen Horizont erweitern? Damit würde ich meine Pflicht gegenüber Athia verletzen. Okay, verstehe. Ich hatte nur nie eine Mutter und weiß nicht, du wärst bestimmt eine gute, glaube ich. Das ist ein ungewöhnliches Kompliment. Tja, mehr fällt mir nicht ein, also polieren wir Aldakor die Fresse und holen uns Visoria zurück. Talia, dir ist klar, wie die Sache endet. Ich habe keine andere Wahl als dich. Zu töten. Ich weiß. Aber Athia ist auch mein Zuhause. Also tu, was du tun musst, um es zu beschützen. Los, gehen wir. Los! Was jetzt? Ach so. Geht's jetzt weiter? Ja, Speicher. Oh. 71. Es gibt nur einen Spielstand, den wollte ich unbedingt behalten. Hier, die dritte Tanta, eine Tanta zu sein. Nehmen wir das. Die Dämmerung. Oh Gott. Kapitel 3. Vorbotter. Talia, die Reddick erwarten uns bestimmt. Lass mich raten, nichts überstürzen, nicht vorpreschen. Stimmt's? Keineswegs. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Ich wollte nur sagen, ich leihe dir gerne meine Kraft, wenn du sie brauchst. Bild ich's mir ein oder ist sie ein bisschen aufgetaut? Du ahnst gar nicht, wie wenig eure zarten Bande mich interessieren. Da haben wir, brauchen wir den? Ja, das hatten wir doch schon gelesen. Was willst du denn jetzt von mir? Wo sollen wir denn jetzt hin? Da oben lang oder was? Was sagt denn die Karte? Damit ist dieser... Was ist... Ach, hier können wir schlafen. Hier könnte ich das nochmal umkonfigurieren. Aber ist alles gut soweit? Ich mache es einfach mal. So. Sicher ist sicher. Okay, bin voll ausgeruht und kampftauglich. Ja, und nächste Folge. Schön, dann können wir ja aufbrechen. Folge machen wir weiter. Bis dann. Tschüss. Guck doch mal in die Kamera. So ist brav. Tschüss.